Frauen wachen morgens mit einem Gähnen auf. Männer mit einer Erektion. Zufall? Ich glaube nicht. Hallo und herzlichst willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von Monster Hunter Freedom Unite. Und ich kann euch jetzt schon sagen, ich werde höchstwahrscheinlich verzweifeln. Denn nicht nur haben wir noch eine offene Richtung mit einer kleinen blauhaarigen Bitch übrig, nein, ich habe jetzt auch mindestens 24 Stunden lang andere Spiele gespielt und ich kann euch sagen, wenn man erst Tetris spielt und danach Geometry Dash, ist das zwar grundsätzlich dasselbe von den Formen her, aber gameplay-technisch macht das schon einen kleinen Unterschied. Und so ist es wahrscheinlich auch mit Monster Hunter Freedom Unite und 4 Ultimate, bloß dass ich da erst Geometry Dash gespielt habe und dann Tetris. Aber diese wunderbaren Vergleiche, die einfach unschlagbar sind, hoffe ich, jeder verstanden zu haben, dass zu... egal. Deutsch war eh noch nie meine Stärke. Schön, dass das auch so bleiben wird. Das ist ja der Grund, warum ich Mathe studiere, was ich auch nicht... also Physik studiere, wo Mathe bis jetzt 50%, also 100% beinahe des Studiums waren. Ab diesem Semester nicht mehr. Ha, tschüss Mathe. Hallo Mathe. Mathematische Physik, physikalische Mathematik. Es ist egal. Zurück zum eigentlichen Thema. Ich habe eine ganze verkackte Langeweile nicht mehr Unite gespielt, obwohl ihr es euch extra gewünscht habt. Ich meine, es gibt komischerweise oder glücklicherweise, ansonsten würde es mein YouTube-Channel mit ungefähr einem Zehntel der Aufrufe nur noch geben, immer noch ziemlich viele Leute, die der Meinung sind, dass Unite einfach fucking geil ist und sie nur noch Unite sehen wollen und immer noch süchtig danach sind, nach diesem Spiel. Und komischerweise auch nach der Gülle, die ich hier raushaue. Was mich tatsächlich schon mal dazu veranlagt hat, nachzudenken. Ein Wunder, dass ich sowas tatsächlich noch kann und auch tatsächlich von mir gebe. Denn es gibt doch solche Marathonläufer, genau, es gibt Marathonläufer und Marathon, gibt's wirklich, aber es gibt Marathonschauer, die halt eine Serie durchschauen. Von Anfang bis Ende, die ganze Zeit, ohne zu schlafen, ohne Pause zu machen, einfach bloß durchsuchten. Die gibt es ja bei so fast jeder Serie, die ansatzweise gut ist, die ab und zu mal ein paar Fans hat. Meine Frage. Gibt es jemanden von euch, der es schon mal gewagt hat oder in Betracht gezogen hat? Ich habe übrigens wirklich ein großes Drachenhelzenjuwel das letzte Mal bekommen und ich habe es nicht mitbekommen. Meisterjäger. Wirklich Bro sein merkt man daran, dass man solche kleinen Farm-Items, so wie große Drachen-Ältesten-Juwelen, einfach so zugeschmissen bekommt und gar nicht merkt, dass man sie hat. So wie ich einmal in Call of Duty Black Ops 2, oh, ich habe ja immer noch einen Helikopter zum Anrufen. Hab's nicht gemerkt. Und meine beiden Kumpels zusammen, jetzt waren wir noch alle noch schlechter als heute. Heutzutage ist ein Schwarm. Oh, ich habe noch einen Schwarm übrig. Das war vor ein paar Jahren. Ich glaube, das kriege ich heute nicht mehr hin, aber damals halt noch so, wir waren alle ziemlich scheiße, ich habe einfach Kills, Kills, Kills gemacht, habe so drei Helikopter rausgerufen und dann bin ich gestorben, kämpfst du und warum kriege ich keine neue Serien? Warum kommt mein Helikopter nicht? Oh, ich habe noch einen. Okay, los geht's. Egal, genug von mir selber geschwärmt, gibt es Marathonschauer meiner Let's Plays und wenn ihr schon mal ein Let's Play von mir gemarathonschaut habt, ich glaube, es ist der falsche Begriff, das klingt nämlich irgendwie doof, schreibt es nochmal bitte in die Kommentare oder wenn ihr es mal vorhattet. Und an alle, die gerade bis hierhin von Anfang an dieses Let's Play durchgemarathoniert haben, will ich euch einfach sagen, erstens, ihr seid geil, zweitens, geht schlafen. Ihr habt mindestens, ich habe es gestern Abend, ich war im Bett und hatte viel Zeit zum Denken nachgerechnet, ihr habt mindestens 3 Tage lang jetzt am Stück mir zugehört, wie ich labere. Gut, erst mit ungefähr so 14 Jahren, jetzt mit 20, ist in Ordnung, macht einen kleinen Unterschied, aber Leute, geht schlafen. Euer Körper braucht das, danach könnt ihr gerne weiter gucken. Sollte nicht der Schlaf euch die Einsicht bringen, dass das Gucken dieses Let's Plays irgendwie sinnlos ist. Aber dieses Risiko gehe ich jetzt einfach mal mit ein.
Brauchen wir noch irgendwas? Erstmal brauche ich die Waffe, mit der ich kämpfen will. Das wäre erstmal nicht so scheiße. Wie ich schon gesagt habe, wir haben immer noch blauhaarige Lunasra, die Bitch, die unbedingt noch getötet werden muss, getötet werden will. Mit dem Nahkampfangriff, wobei ich nicht vergessen darf, das ist wichtig, nicht zu sterben. Und ihr den Tail abzukatten. Deswegen machen wir, also wir machen den Scheiß, weil es ein Request war, aber wir machen eine Lunastra, weil ich hier einen Stachel brauche. Er hat Stachel gesagt. Und jede Biene wird sich jetzt freuen. Und deswegen sollte ich vielleicht auch erstmal nochmal meine Samen unter die Erde bringen. Vielleicht wächst ja ein Menschenbaum daraus. Ohne Scheiß, ich habe mir letztens ein YouTube-Video angeguckt, das gibt's tatsächlich. Das ging, es war von... Credits an den, der es erstellt hatte, von wie hieß der hier, The Game Theorist, genau, und der hat halt eine Theory, dann nicht wirklich eine Theorie, der hat halt Realitäten aufgezählt, wie unter anderem auch, dass halt Kokowai, dieses Pokémon mit den vielen Eiern, halt von dem Menschenbaum abstammt und eigentlich davon diese ganzen Sachen herrühren und wo der Menschenbaum herkam, was er so gemacht hat, welche Kulturen der vorkam, etc. etc. War an sich ganz interessant. Könnte ich nur empfehlen, vielleicht findet ihr es, vielleicht auch nicht, vielleicht interessiert es euch auch gar nicht. Was ich allerdings noch kurz zum anderen Thema sagen muss, ist, ihr merkt vielleicht, also ich sehe den Ausschlag zumindest und ich hoffe, ihr merkt es nicht allzu sehr, bei mir wird gebaut. Vorm Haus. Ich habe es bisher halt immer geschafft aufzunehmen, wenn es gerade nicht der Fall war. Allerdings, da ich heute noch zu tun habe, musste ich jetzt aufnehmen und die werden von Tag zu Tag lauter. Die rutschen auch mit ihrer Baustelle immer weiter vor mein Fenster. Jetzt ist es wirklich genau vor dem Fenster und gegenüber auf der anderen Straßenseite wird ein Haus komplett neu gebaut. Die haben da so einen Kran angeliefert. Habt ihr euch mal erzählt, wie 3 Uhr nachts das Ding hier angeliefert haben. Ich gedacht habe, oh mein Gott, Krieg geht los, weil da so ein Panzer an Kran da stand. Von rechts nach links bei meinem Fenster einfach bloß Kran, also nicht Kran, es war halt, es ist kein Kran, es ist eine Baumaschine, mit der man Löcher in den Boden rammt, mein Penis, und dann dort Beton reinfließen lässt, damit man halt diese Grundpfeiler hat. Und das Ding arbeitet halt gerade, es macht die ganze Zeit, ist so ein Luftdruckbohrer in riesig, so Luftdruckbohrer zu dem Ding ist wie Erbse zu Völkerschlachtdenkmal. Ungefähr, wenn ihr wisst, wie groß das Völkerstadtdenkmal ist. Alternativ passt auch der Berliner Fernsehturm. Den kennt, glaube ich, mehr Leute. Oder der Eiffelturm. Das macht auch keinen Unterschied mehr. Also fucking riesig. Und wenn ich das Fenster aufhabe. Gestern haben sie wahrscheinlich an einer anderen Stelle gebohrt. Ich hatte das Fenster auf, weil ich immer das Fenster aufhabe, damit es hier schön kühl drin ist. Solange die Sonne nicht da ist. Ja, die fangen an, bevor die Sonne aufgeht, deswegen ich nicht mehr ausschlafen kann. Dankeschön. Und da haben sie es halt so richtig, richtig genial gemacht. Die haben halt einfach so ein so laut gebohrt, so laut getuckert, dass meine Wand vibriert hat. Ich habe draußen so ein Stückchen Glas da angelehnt gewesen. Das hat gescheppert die ganze Zeit. Ich habe es von der Seite angeguckt. Das ganze Haus hat gewackelt wegen diesem Monstrum. Muss man eine ordentlich aufnehmen können? Das geht nicht. Einfach unmöglich. Und jetzt habe ich hier auch noch eine Lunastra, die besiegt werden will. Ich hoffe, dass es die Lunastra hier war. Ansonsten fange ich jetzt eine neue Lunastra an, was ziemlich scheiße wäre. Aber mir war ja das Monster freigestellt und ich denke, ich werde mich für das Schwächste entschieden haben. Wobei ich gerade nicht mal ansatzweise die Lunastra finde, was äußerst ungünstig ist. Oder habe ich die doch bei Nekord gemacht? Habe ich die Hiring oder die Lorank gemacht? Ich habe doch keinen Plan mehr. Ich sollte mir vielleicht mal eigene Videos, wenn ich auf einem anderen Video aufbauen will, nochmal angucken, wenn es zu lange her ist. Aber ich dachte, ich finde die jetzt einfach, dann ist gut. Aber die scheint ja nicht mal da zu sein. Ist die echt... Die ist doch mit Theostra eigentlich, oder? Oder maximal 1 vor Theostra. Das habe ich jetzt auch schon durchgeguckt. Hier ist niemand. Wahrscheinlich bin ich schon 3-mal dran vorbeigescrollt, weil ich so abwesend bin. Die ganze Zeit. Tucker, ja. Wobei ich hoffe, dass es auch nochmal aufhört im Nachhinein. Wie gesagt, hier ringsrum darf kein Auto mehr parken, weil alles zu gebaustellt ist. Ach, immer die großen Freuden eines Let's Players. Okay, hier scheint keine Lunastra sich gerade eingenistet zu haben. Was ziemlich scheiße ist. Dann müsste ich ja die bei Nekord gemacht haben.
Boah, ich habe doch keinen Plan mehr. Haben die vielleicht verschiedene Namen? Kann ich da mal in der Liste nachgucken? Das ist wahrscheinlich mal sogar schlau. Alter, der Sino hat einen schlauen Einfall. Prüfen wir mal kurz meine Liste. Wo bin ich das letzte Mal gestorben? Indigo Meteor. Und davor Kaiser der Flammen. Was nicht Kaiserin des Flammenthrones ist, wie es gerade bei. Ne, war es Kaiser der Flammen, was hier steht? Flammenthron der Kaiserin. Warte, wie ist deine Quest? Mein liebes Freundelein. Was hast du hier zu sagen? Flammenthron der Kaiserin. Heißen die alle gleich? Warte. Wir gehen mal ganz kurz. Wir haben ja eh Zeit hier im Let's Play. Wir gehen da mal ganz kurz den Geheimnissen der Questnamen nach. Wie heißen Lunastra in den anderen Gebieten? Warte, wahrscheinlich ist hier Cameos, Theostra, gar keine Lunastra dabei, ne? Die ist immer eins vor dem lieben Theostra. Aschenor, wunderschön, alles toll. Nein, ich will nicht bloß meinen ganzen beendeten Quest angeben. Das wäre ja beinahe nicht vertretenswert. Die ist hier auch nicht da? Ihr wollt mich doch verarschen. Alles klar, wir machen eine andere Quest. Wenn diese kleine Bitch immer noch nicht sitzen kann, wegen meinem geilen Pfeil in ihrem Arsch. Gut, das tut vielleicht wirklich weh, wenn das so Widerhaken sich festsetzen und immer wieder raus und rein. Ah! Kopfkino im Arsch. Was sind das Wortes? Meine Gefühle im Arsch. Das ist nicht schön. Machen wir was anderes. Also, ich habe hier noch eine wunderschöne andere Liste von Sachen, die ich machen will, die ihr machen wollt. Wir könnten uns an Jan Kutku rächen, damit ich euch zeigen kann, dass ich gar nicht so bescheuert bin, wie ich da getan habe damals. Wir könnten ein Monster ohne Ausweichen töten. Oder aber den Ukalos mit Gewehrlanze machen. Das wäre doch mal durchaus eine Möglichkeit. Ach, ich habe immer noch keine Feuergewehrlanze, ne? Habe ich nicht diesen Lunastra-Schweif gebraucht, um mir die Feuergewehrlanze machen zu können? Das ist jetzt natürlich äußerst ungünstig. Dann. Ha. Wie machen wir das denn dann? Scheiße. Ich glaube, dann muss ich die Hyrax Lunastra machen. Dann bleibt mir gar nichts anderes übrig. Ich guck noch mal kurz nach, welchen Schwanz ich jetzt gebraucht, welchen Stecher ich jetzt gebraucht habe, natürlich. Ich kann ja einfach schauen, ob ich die Gewehre verbessern soll. Und nein, niemand hat mich gefragt, ob ich meine Waffen noch mal schnell zeigen soll. Deswegen habe ich da nicht so jetzt absichtlich kurz durchgescrollt. Das war hier. Lunastra. Ist der Lunastra Stachel? Alles andere ist High Rank. Bei Feuerdrachenschuppe plus. Das Feuerdrachenjuwel. Und vielleicht ist der Stachel auch High Rank. Dann könnten wir das gerade Angesagte ja trotzdem nochmal probieren. Schauen wir uns mal die ganzen Items an. Ich habe ja zum Glück einen. Aber das heißt, ich kann hier jetzt mal nachgucken, wie der eingewertet wurde. Das müsste ja relativ weit hinten kommen. Ach, nur mal kurz nebenbei angeben, was ich nicht alles Schönes habe. Da. Hier sind die ganzen Schuppen. Panzer, Rückenpanzer, Mähne, Schweif. Es gibt den Schweif, okay. Und es gibt den Stachel. Der beim Horn mit dabei ist, das sagt mir absolut gar nichts. Und auch die Seltenheitsstufen verraten mir nichts. Danke, Spiel. Du bist so unglaublich aufmerksam, wenn es darum geht, herauszufinden, auf welcher Höhe man gerade das Monster bekämpft hat. Ich könnte auch natürlich einfach mal nachgoogeln und mal kurz meine eigenen Videos angucken. Das ist jetzt nicht so das Problem. Ja, bevor ich hier einen großen Hehl drauf mache. Ich mach noch mal kurz Pause. Bis gleich. Ich guck mal, bei welcher Quest ich das letzte Mal verkackt habe. Okay, ich bin wieder da. Alter, fuck, ach. Da kam ein bisschen Magensäure hoch. Also, wie es ausschaut, habe ich bisher jede Lunastra bei Nekot gemacht. Bin ich schon mal beruhigt, dass ich nicht zwischendurch so ein bisschen hin und her gewechselt habe, was ich mir durchaus auch zutrauen würde. Aber gut,
jetzt kann ich sicher sein, sicher gehen und ganz sicher hier in die Quest reingehen. Ist es eigentlich bei dieser Request, wenn ich nur den Nahkampfangriff des Bogens benutzen darf, verboten, Bomben zu benutzen? Eigentlich wäre doch da so eine Sleep-Bombing-Taktik auch voll nice. Gut, mit dem Nahkampfangriff. Ich habe nicht gegessen, ich Vollidiot. Und ich habe keine Maxi-Tränke mit. Double fail, 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 fail. Also, es macht zwar mit dem Nahkampfangriff des Bogens, ich glaube, nur die Hälfte an Elementschaden oder halt Beschichtungsschaden. Das heißt, es würde nicht allzu viel bringen, die Sleep-Bombing-Taktik. Aber wenn ich halbwegs gut treffe, vielleicht doch. Und damit wäre es eigentlich ziemlich nice. Aber na gut, was soll's. Verdammt. Scheiße. Steuerung, komm zu mir zurück. Ich habe jetzt kaum Bogen gespielt. Beinahe mit Absicht, weil sie so kacke verranzt haben in For Ultimate. Das heißt, ich werde doch jetzt wohl... verdammt, ich darf eh nicht schießen. Na gut, wenn ich eh nicht zielen darf, dann kann man doch auch mal hier easy peasy zuschlagen. Ich meine, da ich jetzt die Reichweite in For Ultimate auch überhaupt nicht kenne, weiß ich nicht, ob sie verändert haben oder nicht. Ich glaube, ich habe nicht mal einmal zugeschlagen. Was beinahe sträflich ist, wenn man bedenkt, dass ich hier eine ganze Drachenälteste nur mit Zuschlagen töten will, ist schon ein kleiner, aber feiner, nicht nur leichter Unterschied. Ey, könntest du mal bitte aufhören, die ganze Zeit deinen Schwanz von mir wegzuhalten? Warum bin ich eigentlich auf den Schwanz gegangen? Sie lag gerade regungslos am Boden. Ich hätte mit ihr machen können, was ich will. Und was tue ich? Ich gehe auf ihren Kopf. Ich bin halt ein netter Junge. Ich gehe nur auf den Kopf und nicht ans Hinterteil. Ich bin so stolz auf mich. Meine Mama hat mich so wunderbar erzogen. Ist das nicht toll, mein Dämchen? Veranstalt das mal nicht allzu demütlich. Ich habe hier kaum Leben. Und selbst Damien würde es schön finden, wenn du mir hier ein bisschen Freiraum nimmst. Am besten du gehst somewhere over the rainbow zu meinem Payflow. Der vernichtet zumindest dich problemlos. Aber gut, es ist ein weiter Weg, bis wir jetzt unseren Schwanz kriegen. Und deswegen müssen wir hier mal ein Stückchen Druck machen. Ich wollte doch gerade ausweichen. Ich bin der Meinung, dass der Bogen schneller sein sollte. Es ist zwar nicht der eigentliche Angriff des Bogens, den ich hier nutze, aber wäre trotzdem schön. Und mir fällt gerade auf, dass es vielleicht auch noch annähernd schlau gewesen wäre, zumindest für diesen einen Kampf Toni mitzunehmen. Der hätte mit seinen wunderschönen Drachenschlägen mir endlich mal signalisieren können, ob diese kleine Bitch nun über oder unter den 60% ist, nach denen der Kopf kaputt geht. Ich weiß nicht, ob ich schon mal einen Tony-Run gemacht habe. Das hätte ich vielleicht gleich mal gucken können. Ich könnte auch jetzt noch gucken, weil ich die Videos im Hintergrund immer noch ablaufen lassen. Machen wir, wenn sie abhaut. Bis dahin kann ich noch ein bisschen auf den Kopf gehen. Ich muss die Flammen eh zumindest temporär wegmachen, wenn ich irgendwie Zeit haben möchte, auf den Schweif zu gehen. Und das heißt, oh mein Gott, ich brenne, Zitat Ende. Wenn ich mir sagen kann, aus welchem Anime das kommt, kriegt wieder einen Punkt auf extra Geilozösigkeit. Oh, du kannst auch bloß wild durch die Gegend rennen, oder? Was nicht unbedingt was Schlechtes ist. Wenn du so auf mich abrennst, ist das vielleicht ganz geil für dich, deswegen lasse ich dich mal machen. Ich habe auch kaum noch Honig, ne? Ich mal so an meine Honigvorräte denke, die ich zu Hause noch rumliegen hatte. Oh oh. Das könnte gleich explosiv in mein Gesicht geben. Na, passt, wunderschön. Es ist nicht gerade ausreichend, um hier diesen Kampf irgendwie gut zu erledigen. Was ich allerdings deswegen mal machen müsste, ist ausnahmsweise vielleicht mal ein bisschen kontrollierter angreifen. Dank, ach, fuck you. Erstmal Dankeschön, dass du umgefallen bist, aber fuck you, weil deine scheiß Flügel zu schnell gefallen sind. Kannst du nicht mal ein bisschen steif halten, ne? Von mir verlangst du die ganze Zeit, bleib doch mal steif, Junge. Komm doch nicht so schnell da raus, etc, etc. Aber wenn du dich mal hängen lässt, ne? Ja, ich darf das, ich hab Migräne. Ja, geht in Ordnung, das Schlafpuder wirkt doch nicht. Immer solche billigen Ausreden. Ja, dann muss ich sie auch noch klauen. Schlimmste
Distanz hier. Aber gut, Honey könnte zumindest, deswegen habe ich sie ja eigentlich geholt, auch hier gerne mal ihres Amtes walten und nicht sich selber die Flöte auspusten, sondern mir. Aufnahme starten. Start warten. Jetzt. Es ist mir immer noch viel zu laut. Bow,